Hallo Zuschauer, willkommen auf meinem Traumaweltkanal. Ich bin Jason Wittmann und ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten. Und mich hat jetzt eine sehr interessante Sprachnachricht erreicht, die wir uns mal gemeinsam anhören. Und ich habe dazu ein paar Dinge zu sagen. Hören wir uns mal an, was diese anonyme Anruferin, glaube ich, ist es, gesagt hat. Hallo Jason, ich habe mir gerade das Video angeguckt zu der neuen Weltübersetzung und Jephthas Tochter und bin da ehrlich gesagt ziemlich schockiert darüber, das so herauszufinden. Vor allem, weil ich mich erinnern kann, dass ich vor ein paar Jahren noch einen Rückbesuch hatte, ein Studium hatte. Diese Person hat genau diese Sachen eben herausgestellt und halt gesagt, dass sie eben sowas gelesen hat, dass die neue Weltübersetzung eigentlich so geschrieben worden ist, dass es ins Glaubensbild der Zeugen Jehovas passt und wie ich denn dazu stehe. Und natürlich habe ich dann als gute Zeugin Jehovas völlig die Org und die neue Weltübersetzung verteidigt und auch gute Argumente gebracht, als dass diese Frau dann ihre Zweifel zur Seite geschoben hat und weiter studiert hat. Und jetzt natürlich bei diesem Video oder bei diesem Erkennen festzustellen, dass sie im Grunde recht hatte und dass die Organisation tatsächlich die Bibel verändert hat, damit sie in ihr Glaubensbild passt, ist für mich, muss ich sagen, schon ein sehr erschreckendes Erkennen. Und das belastet mich auch irgendwie sehr, damit umzugehen, in dem Wissen, dass diese Frau dann vielleicht weiter studiert, vielleicht sogar eine Zeugin Jehovas wird. Ja, vielleicht hast du da ja ein paar Gedanken zu, wie man damit umgehen könnte, mit diesem Gefühl, dass man da Menschen im Grunde ja Lügen erzählt hat, obwohl man es zu dem Zeitpunkt ja selber gar nicht wusste, dass das Lügen sind. Vielen Dank. Vielen Dank dir, dass du diese Nachricht für mich hinterlassen hast oder für den Kanal. Als erstes, du bist hier die Geschädigte. Ja? Und du, ich, viele der Zuschauer, wir haben ja durch diese Organisation und der Lehren der leitenden Körperschaft jahrelang selbst ein Betrugstrauma erfahren, ja? Wie wir jetzt erkennen müssen. Und wie du angedeutet hast, war vielleicht sogar im Predigtdienst selbst verursacht. Wir sind ja darauf geschult worden, in den Predigtdienst zu gehen und anderen die gute Botschaft zu vermitteln. Ganz kurz am Anfang, also ich bin kein Therapeut oder Psychologe. Ich lese nur unheimlich viel und mache mir sehr viele Gedanken und bin in Kontakt mit Therapeuten und auch Psychologen. Und in diesem Austausch erörtere ich einige Dinge, die mich betreffen oder auch die ich von anderen Menschen, so wie dir jetzt höre. Betrugstrauma, kurz, was ist das? Eigentlich erklärt es sich fast selber. Stell dir vor, du warst 20 Jahre verheiratet und musst feststellen, dass selbst in der Hochzeitsnacht dein Partner dich schon betrogen hat. Wenn du das nach 20 Jahren erfährst, dass so lange ein Betrug stattgefunden hat, obwohl man gemeinsam gelebt hat, das ist ein richtiger, heftiger Schlag in den Magen mindestens. Deswegen, ich verstehe dich sehr gut und fühle mit dir an der Stelle, denn dieses Betrugstrauma erlebt jeder Jehovas-Zeuge, der aufwacht, wahrscheinlich sogar auch aus anderen Religionen. Wir müssen einfach feststellen, du, ich, wir alle, wir sind manipuliert worden, manipuliert und missbraucht worden, dadurch, dass wir unsere Lebenszeit, unsere Lebenskraft und unser Geld und Energie investiert haben. Missbrauch hoch drei, sage ich mal. Du hast ja deine Zeit investiert für den Predigtdienst. Du hast deine Körperkraft mobilisiert. Und dafür musstest du deinen Willen aufbringen für den Predigtdienst. Und du hast noch dein Geld investiert, das du im Vorfeld hast verdienen müssen. Ja, um beispielsweise Sprit zu bezahlen fürs Auto oder deine U-Bahn-Ticket. Und seien wir mal ganz ehrlich, der Predigtauftrag ist auch laut Lehre der Jehovas Zeugen von Jesus delegiert worden an die Brüder Christi, sprich an die Gesalbten, sprich an die leitende Körperschaft. Wir müssen ganz klar erkennen und hier festhalten, dass wir hier manipuliert und missbraucht wurden. Dem voraus geht ja unsere Beteiligung an der theokratischen Predigtdienstschule. Das heißt, wir sind ja auch geschult worden für dieses Predigtwerk. Wie viele Aufgaben haben wir alle ausgearbeitet, stundenlang und diese vorgetragen offiziell.
Auch das tägliche, der Tagestext aus dem Bibellesen oder Vorbereitung auf die Versammlung war ja immer darauf konditioniert und sind wir trainiert worden, im Hinterkopf zu behalten, wie kann ich das in meinem Gebiet anwenden? Wie kann ich das für meinen Rückbesuch verwenden oder meinem Studium beibringen an der Stelle? Man war ja immer im Kopf beschäftigt damit, die Lehren der leitenden Körperschaft oder die Bibel, wie wir dachten, von Gott, Jehova, den Menschen, sie damit zu indoktrinieren. Und das hat dazu ja geführt, dass wir uns damit identifiziert haben. Das heißt, unsere eigene Identifikation war ja, ich bin ein Zeuge, ich bin ein Prediger für die gute Botschaft. Jetzt bist du durch dieses jahrelange Studienprogramm so geschickt gewesen, dass du deinem Bibelstudium wegargumentieren oder erklären konntest, dass sie Unrecht mit dem Gedanken hat, dass die neue Weltübersetzung manipuliert wurde, um den Vorstellungen der Jehovas Zeugen und deren Lehren zu folgen und diese unterstützen zu können. Aber du musst jetzt rückwirkend feststellen, durch das Jephtha-Video, was du gerade angeführt hast, und deine eigenen Studien, dass deine Bibelschülerin mehr Recht hatte als du als Bibellehrerin nach jahrzehntelangem Studium dieser Literatur der Jehovas Zeugen und der Bibel, wie uns ja immer wieder gesagt wurde. Was für eine Scheiße. Und durch diese Studien und diese Lehren beziehungsweise alternativen Wahrheiten der leitenden Körperschaft hast du oder ich, wir uns alle als Prediger der Jehovas Zeugen oder als Prediger Gottes selbst identifiziert. Das ist zu unserer Persönlichkeit geworden. Ja? Und dennoch fühlst du dich heute schlecht, obwohl du alles richtig gemacht hast nach dem, weißt du, wie man das nennt? Das nennt man Gaslighting. Das sind Manipulationstechniken, die da im Hintergrund gelaufen sind. Was kann man tun, um das hier abzubauen? Das ist ganz individuell, so wie du und ich und alle anderen 8 Milliarden Menschen ganz individuell sind und auch wichtig sind für, ich sag mal, unser globales Puzzle an Menschheit, wo jedes Teil einzeln ganz, ganz wichtig ist, ja, und an der richtigen Stelle hingehört. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder für sich persönlich seine Werkzeuge, Mechanismen herausfindet, um mit solchen Dingen lernen umzugehen. Ja, aber dabei ist man nicht alleine. Denn es ist ja hier ein, ich sag mal, psychischer Konflikt vorhanden, eine innere Spannung, die es abzubauen gehört. Ja? Und diese Art nennt man ja eine Inkohärenz. Ich habe ein paar Bücher gelesen, unter anderem von dem Professor Dr. Hüther. Das ist ja einer der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland, der das Ganze sehr materiell und physisch auch unter anderem erklärt. Ich kann dazu euch nur das Buch empfehlen, das er jetzt während dieser Corona-Krise rausgebracht hat, Wege aus der Angst hat er das genannt, um halt die Mechanismen der Angst, die gerade in unserer Gesellschaft durchlaufen, zu analysieren bzw. zu erklären, was passiert in uns und wie man damit umgehen kann. Und es ist so, das Gehirn, das mag keine offenen Kreise, sage ich jetzt mal, ne? Also Dinge, die nicht abgeschlossen sind, sind für uns unangenehm. Und das hast du ja jetzt ganz in dem Beispiel geschrieben, dass du daran denken musst, dass deine Schülerin recht hat und du hattest Unrecht. An der Stelle, du fühlst dich jetzt betrogen, irgendwas passt innerlich nicht und du weißt jetzt nicht, wie du damit umgehen sollst. Ja? Und diese Kreise für dich zu schließen, dafür kann man Werkzeuge entwickeln, jeder persönlich für sich. Das Erste ist wichtig, ist erstmal, das was du schon gemacht hast, nämlich das Erkennen. Ich erkenne, oh, da passt was in mir nicht und ich kann das sogar schon zuordnen, dass ich sage, ey, das hängt damit zusammen, dass ich Predigerin war und einen Scheiß erzählt habe, wie ich jetzt feststellen musste. Du merkst einen inneren Konflikt, weil du hast ja eine Sekte verlassen und du wirst jetzt nach und nach gewahr, wie riesig und großen Einfluss das auf dich hatte. Bis dahingehend, dass du da ja, dich damit identifiziert hast, ist deine Persönlichkeit wahr. Ich war eine Zeugin Jehovas oder ein Zeuge Jehovas. Und es braucht viele Jahre Arbeit, sich dieser Manipulationen, die dort gelaufen sind, gewahr zu werden und sich auch dem Missbrauch bewusst zu werden und auch einzugestehen, der da passiert ist. Und so wie ich festgestellt habe, fällt Männern das meistens sogar ein bisschen schwerer als den Frauen, sich da heranzutrauen, emotional und psychologisch. Das ist aber ganz wichtig, diese Arbeit zu machen. Ansonsten kommt man nicht weiter im Leben, weil man immer wieder diese offene Kreis innerlich hat, wo man immer wieder gedanklich an einen Punkt kommt, weil das emotional nicht abgeschlossen ist. Man kann es auch so sehen, dass man sich entgiften muss, weil man jahrelang leider vergiftet wurde
mit vielen falschen Manipulationen und Lehren der leitenden Körperschaft. Was auch ein interessanter Aspekt ist, dass man die Schuldgefühle, die du ja angesprochen hast und die aufkommen können, auch dazu führen kann, dass man sich selbst nicht mehr traut. Ja? Oder seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertraut, weil wie konnte das passieren, dass man jahrelang nicht das wahre Gesicht dieser Organisation verstanden hat? Das ist nochmal ein ganz anderes großes Thema. Aber jetzt ganz praktisch, was kann man tun? Also erstes ist das Erkennen, dass du die Geschädigte bist und dass du ein Betrugstrauma erfahren hast über viele, viele Jahre. Und dass Methoden des Gaslightings aus der Psychologie benutzt werden, als dass du dich jetzt schlecht fühlst. Thema Ächtung beispielsweise. Noch eine ganz andere Geschichte. Für dich, vielleicht mit einem Freund oder Therapeuten, musst du jetzt individuell herausfinden und in dich hineinfühlen, wie du eine Katharsis erreichen kannst. Also ein Abbau dieser inneren Spannung, dieses inneren Konfliktes. Und ein paar Beispiele. Ich habe schon überlegt, weil ich habe den ähnlichen Gedanken gehabt, ein paar Personen gegenüber, mit denen ich wirklich connected bin im Predigtdienst in meinem Gebiet, was ich da tun kann. Ja, wir sind hier auf dem Land und ich habe schon überlegt, dass ich in dieses Gebiet nochmal reingehe und zu den Personen gehe und mit ihnen spreche und mich entschuldige für mein Verhalten damals und für meine Versuche, sie zu indoktrinieren an der Stelle, aber dass ich sie als Mensch und ihren Respekt, den sie mir gegenüber erwiesen haben, sehr schätze und mich dafür bedanke. Das habe ich mir schon überlegt. Oder man könnte einen Brief schreiben, beispielsweise dem Studium, und deinen jetzigen Standpunkt in Respekt und Freundlichkeit, Liebe darlegen. Manche Personen kaufen sich bewusst eine Kerze und sie projizieren dort ein Problem drauf oder einen Gedankengang oder Emotionen und stellen sich dann vor, wie diese Dinge mit verbrennen und runterbrennen und sich dann innerlich auflösen. Auch das ist kein Einweg zu sein. Und ich kenne jemanden, der nachts auf die Wiese geht, nein, das bin nicht ich, und sich Musik in die Ohren macht und wild tanzt, wenn keiner zusehen kann. Und das dadurch erfährt er unheimliche Erleichterung. Wichtig ist, sich der Schädigung einzugestehen und die Dinge dorthin zu hängen, wo sie hingehören. Ja? Denn Erkennen ist ja, wie wir wissen, der erste Schritt zur Besserung. Und du bist schon einen Schritt weiter gegangen, du hast es nicht nur erkannt, sondern du bist auch nach außen gegangen, hast es formuliert, zugeordnet und mir sogar eine Sprachnachricht hinterlassen. Vielen Dank dafür. Wenn du übrigens eine Nachricht hinterlassen möchtest, das, was du tun kannst, ist, du gehst auf speakpipe.com/Jason Wittmann und hast da die Möglichkeit, mir eine Nachricht zu hinterlassen. Wenn du nicht willst, dass ich diese auf dem Kanal nutze oder anonym sein willst, dann sag das bitte, es ist alles kein Problem. Wie gesagt, Werkzeuge, um Erleichterung zu erfahren, sind so individuell zu entwickeln, so wie du ein Individuum bist. Und wie macht ihr das, liebe Zuschauer? Wie geht ihr mit diesem inneren Konflikt um? Beispiel, du warst damals ein Bibellehrer, so wie unsere anonyme Anruferin das jetzt geschildert hast, hast Menschen gepredigt, hast sie vielleicht sogar zur Wahrheit geführt und du als Bibellehrerin oder Bibellehrer hast diese Wahrheit jetzt verlassen und dein Schüler ist immer noch in dieser Sekte. Wie gehst du damit innerlich um und welche Werkzeuge nutzt du, um dich von dieser inneren Belastung und diese Schuldgefühle zu lösen? Schreib mir das so unten in die Kommentare rein, das wird unserer Anruferin auch sicherlich helfen an der Stelle und als Gemeinschaft können wir hier auf ein paar Ideen und Möglichkeiten kommen. Aber das ist alles, wofür ich heute Zeit habe. Vergiss nicht, ein Abo hier zu lassen für mehr solcher Videos und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, für deine Nachricht nochmals und ciao, ciao.